Liebe Freunde, Geometrie hat etwas mit Wahrnehmung zu tun. Und nur was wir wahrnehmen, ist für uns Wirklichkeit. Die fünf platonischen Körper können uns sehr dabei helfen, unsere Wahrnehmung aufzumachen und noch mehr von der Energie und von der Welt, die in uns und um uns herum ist, zu verstehen. Es sind die fünf platonischen Körper, die Tetraeder, den Oktaeder, der Dodekaeder und der Ikosaeder. Jeder von diesen Körpern ist zu einem Element zugeordnet. Sie werden platonischen Körper genannt, weil Platon sich sehr damit beschäftigt hat. Sie sind aber viel, viel früher in die Geschichte, über 2500 Jahre vor Christus, schon bekannt. Und die platonischen Körper zu bauen und zu erfahren, brauchen wir nur diese vier Verbindungen, so in Form von Dreiecke, von Kreuz, von Fünfecke. Und je nachdem, wenn wir sie ineinander bauen möchten, auch Sechsecke. Und ich werde hier zeigen, wie wir so die Kube bauen können. So der letzte Schritt mit den Dreiecken, die vierfach verbunden wird. Und was interessant ist, das ist der Element Erde zugeordnet. Ist, wenn wir die platonischen Körper ineinander bauen, weil unsere Wahrnehmung von Raum und von Wirklichkeit ändert sich. Und ändert sich nicht, indem wir uns ja, denken und lesen und so, sondern indem wir wirklich praktisch bauen. Und das macht einen großen, großen Unterschied. Ich möchte es euch zeigen, dass es hier in dieser Figur, die im Grunde genommen der Dodekaeder ist, ne, sind fünf Kuben hier drin gebaut. Und wenn du das machst, das ist eine wahnsinnige Erfahrung. Und dann, wir brauchen nicht nur drei Verbindungen, wir brauchen neun Verbindungen. So, es ist, als ob es eine Lichtstrahle, die neunfach in die Welt auch sich bewegt. Und im Grunde genommen, alles ist wirklich Licht. Nur ohne die praktische Erfahrung können wir nicht das wahrnehmen. Nächste Wochenende bin ich in Magdeburg für ein Seminar, einen Workshop in den Aufbau von den platonischen Körper, auch ineinander bauen. Und die Lehre der fünf Elemente. Das ist, damit wir uns so diese fünf Elemente, die wirklich alles baut, das ist so die Erde, das Wasser, das Licht, die Luft und der Raum oder Äther, wie das genannt wird. Wie können wir das in uns selbst wirklich in Balance bringen. Weil stellt ihr vor, eine Blume, sie braucht alle diese Elemente zusammen, damit sie das Lebenskraft durch sie fließen kann und sich dann manifestieren und die ganze Schönheit, die sich
das Potenzial ist, sich entfaltet. Und wenn es ihr Wasser fehlt, wird sie das nicht können. Wenn es Luft fehlt oder Erde oder auch das Feuer, das Licht, kann sie nicht. Und in uns manchmal fehlt ein Element, weil wir nicht so gewohnt sind, in diesen Zusammenhang zu denken. Ich hoffe, ich habe eure Neugier und eure Lust, ein paar Stunden so zusammen wirklich erfahren, wie die platonischen Körper und die Lehre der fünf Elemente uns eine neue Welt öffnen kann. Okay, einen schönen Sonntag noch. Bis dann.